Taschkent, Samarkand, Bukhara, Chiva. Berühmte Städte von legendärem Ruf. Kulturelles Zentrum der islamischen Welt für mehrere Jahrhunderte. Aufgereiht wie an einer Kette entlang der wichtigsten Handelsroute zwischen Ost und West, der Seidenstraße. Heute die bedeutendsten Städte von Usbekistan. Taschkent, die Hauptstadt. Über 2 Millionen Einwohner. Repräsentationsbauten im postsowjetischen Stil prägen das Zentrum. Aber auch die vielen Springbrunnen und großzügigen Grünanlagen. Wie zum Beispiel am Platz der Unabhängigkeit. Modernes Wahrzeichen der Stadt ist der Fernsehturm, 380 Meter hoch. Besonders stolz sind die Usbeken auf Timur Lenk, den sie als glorreichen Ahnherrn betrachten. Auf ihn kommen wir noch zurück. Hier das Timuriden-Museum. Moscheen und Koranschulen erinnern an die Blütezeit des Islam als Zentralasien zum kulturellen und geistigen Mittelpunkt der islamischen Welt avancierte. Die Moslems in Usbekistan sind Sunniten, aber sehr gemäßigt. Eine der positiven Folgen der langen Sowjetherrschaft. In der 70 Jahre langen Sowjetzeit wurde kaum etwas für den Erhalt der Bauten getan. Seit der Wende beginnt man mit der Restauration der maroden Bauten. Deutsche Sicherheitsstandards braucht man dabei nicht erwarten. Nirgendwo erfühlt man die Seele eines Landes besser als auf seinen Märkten. Der größte Markt in Taschkent ist der Jorsu Bazar. Hier findet der Usbeke alles, was er braucht. Der wichtigste Teil ist der Lebensmittelmarkt. Als Steppenvolk ernähren sich die Usbeken in erster Linie von der Viehzucht. Entsprechend spielt der Fleischmarkt die größte Rolle. Verkauft werden alle vorstellbaren Bestandteile von Rindern, Ziegen und Schafen. Jetzt wissen wir, warum Ladas kein Fließheck haben. Ja.
Für Vegetarier mag dieser Markt abstoßend sein. Aber man darf nicht vergessen, dass große Teile der usbekischen Steppe nur zur Viehzucht taugen. Aufgeblasen erkennt der Kunde, dass sich die Därme gut für die Wurstherstellung eignen. Die Grundausstattung für ein spezielles Gericht wird gleich als Kombiversion verkauft. Ein Ziegenkopf, Pansen und ein Stück Ziegenfleisch. Oh ja. 12 Kilo Babulu. Ein Marktbesuch macht natürlich auch hungrig. Melonenwerfen wird hier zu einer saisonalen Sportart. Training für das Basketballteam? Das köstliche Chleb, also Brot, ist liebevoll mit Sesam und Kreuzkümmel verziert. Das Nationalgericht Plov müssen wir natürlich unbedingt probieren. Reis mit Gemüse, Rosinen und Pistazien in leckerer Soße.
Dazu, klar, Fleisch. Salat gibt's auch dazu. Die schnellste Verbindung nach Samarkand ist der Schnellzug Registan, auf Usbekisch Registon. Das wartende Zugpersonal hat ein Schattenplätzchen gefunden. Das Brot für den Speisewagen muss noch besorgt werden. Wir fahren im gemütlichen, klimatisierten Erste-Klasse-Abteil. Tee gibt's gratis. Die Sommer sind sehr trocken und heiß. Felder gibt es nur, wenn bewässert werden kann, also in der Nähe von Flüssen. Angebaut wird vorwiegend Baumwolle. Der Bahnhof in Samarkand ist nach der Unabhängigkeit 1993 großzügig modernisiert worden. Mit dem Taxi geht es in die Stadt. Das touristische Zentrum in Samarkand ist der Registan, der Namensgeber für den Zug. Registan heißt übersetzt Sandplatz. Das mag er mal gewesen sein. Aber was die Timuriden aus einem Sandplatz geschaffen haben, beschrieb der Diplomat George Curzon vor gut 100 Jahren so. Der Registan ist der nobelste öffentliche Platz der Welt. Ich kenne nichts in Europa, das ihm an Einfachheit und Grandiosität nahe kommt. Keine europäische Stadt lässt sich finden, in der ein freier Platz auf drei seiner vier Seiten von gotischen Kathedralen umgeben ist. Der Platz wurde ab dem frühen 15. Jahrhundert von Timur Lenk angelegt, der hierher seine Hauptstadt verlegte. Die Kathedralen entsprechen hier Medresen, also Koranschulen. Während wir die Harmonie der Architektur bestaunen, hören wir aus dem Innenhof der mittleren Medrese Musik. Wir folgen den Klängen und erleben eine spontane Live-Session. Es ist nicht nur Tanz, es ist eine Art Musiktheater. Thank you.
Dann folgt eine Art der Blecker, fast wie in Bayern die Gstanzl. Leider verstehen wir nichts. Aber es muss sehr lustig sein. Die Tänzer steigern sich dabei in eine Art Ekstase. Im Innenhof der links gelegenen Ulugbek-Medrese sieht man schön die Zellen der Studenten. Die Verzierungen zeigen oft Sternenmotive. Ein Hinweis auf die besondere Vorliebe von Ulugbek. Ulugbek war der Enkel von Timur Lenk. Er liebte und förderte Wissenschaft und Kunst mehr als die Koranlehre. Dies kam bei der Geistlichkeit gar nicht gut an, sodass sie ihn ermorden ließ. Ulugbek gilt als Märtyrer für die Wissenschaft. Draußen hören wir schon wieder Musik. Jetzt aber eher usbekische Popmusik. Wir erfahren, dass in 10 Tagen auf dem Registan ein großes Musikfestival stattfindet. Dann sind wir leider nicht mehr hier, aber die Proben geben uns einen guten Vorgeschmack. Zur Feinabstimmung bleiben ja noch 10 Tage. Auf dem Weg zum nächsten Bauwerk kommen wir durch den Basar von Samarkand. Auf ihr Chleb ist sie sehr stolz. Ja.
gleich neben dem Markt der Busbahnhof. Und kleine Restaurants. Mit der Moschee Bibi Hanim wollte Timur Lenk seine unermessliche Macht demonstrieren. Erbaut um 1400 sollte sie die großartigste Moschee der damaligen Zeit werden. Als Timur das Portal nicht groß genug erschien, ließ er es abreißen und neu errichten. Der Verantwortliche wurde gehängt. Ein Koranständer aus Marmor. Man stelle sich mal ein angemessen großes Buch vor. Nun aber zu Timur Lenk, dem allgegenwärtigen Nationalhelden. Ab 1200 überrollten Chinggis Khans Mongolen Zentralasien, Persien und sogar Teile Europas. Die Moslems Zentralasiens wurden unterjocht, Moscheen zerstört, Städte geplündert. Nach Chinggis Khan zerfiel dieses Reich aber bald. Einige Mongolenstämme vermischten sich mit den Turkvölkern und traten sogar zum Islam über. Mehr als 100 Jahre nach Chinggis Khan wurde Timur als Sohn eines unbedeutenden turk-mongolischen Stammesfürsten geboren. Wegen Verwachsungen und Verletzungen erhielt er den Beinamen Lenk, der Lahme. Umso erstaunlicher war sein beispielloser Aufstieg als Heerführer für einen Mongolenkhan, den er aber alsbald ausschaltete. Seinem Vorbild Chinggis Khan folgend eroberte er Persien, ganz Vorderasien bis zur Türkei und Teile Indiens. Unter ihm erblühte das heutige Usbekistan in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Und als Moslem stiftete er grandiose sakrale Bauwerke. Andererseits war er einer der brutalsten Kriegsherren der Geschichte. Skrupellos ließ er die Bevölkerung der eroberten Städte bestialisch niedermetzeln. Er zwang die besten Baumeister der eroberten Länder nach Samarkand, um solche Bauwerke wie Bibi Hanim zu schaffen. Leider war sein Planungswille größer als die technischen Kenntnisse seiner Zeit. Schon während des Baus bröckelte es von Decken und Wänden. 1405 brach Timur auf, um auch noch China zu erobern. Auf dem Weg dorthin starb er, ohne je besiegt worden zu sein. Im Mausoleum Gur Emir ist er bestattet. Gebaut hatte er es aber eigentlich für seinen Lieblingsenkel, der in der Krypta im großen Sarkophag in der Mitte liegt. Der schwarze Nefrit-Sarg ist Timurs Grab. Auch Ulugh Beg liegt hier. Als Statthalter von Samarkand galten seine Ambitionen nicht Eroberungen. Seine Leidenschaft galt der Astronomie. Seine Beobachtungen im Observatorium 2 Kilometer außerhalb der Stadt waren derart genau, dass seine Berechnungen alles Bisherige um ein Vielfaches übertrafen. So berechnete er den Umlauf der Planeten um die Sonne mit einer Präzision,
die erst Tycho Brahe 150 Jahre später wieder erreichte. Sein Fehler bei der Erdumlaufzeit war weniger als eine Minute. Nach Ulugh Beks Ermordung wurde das Observatorium sofort von religiösen Fanatikern zerstört und die Wissenschaftler verjagt. Modelle und Skizzen zeigen, wie es einst ausgesehen haben könnte. Ulugh Beg ließ auch das Hauptportal der Nekropole Shahisinda errichten. Aber diese Totenstadt wurde schon lange vor den Timuriden angelegt. Leider haben die Mongolen Chinggis Khans nur wenige der alten Grabmäler verschont. Die meisten erhaltenen Mausoleen stammen aus der Timuridenzeit. Hier liegen Frauen, Lehrer, Verwandte und Vertraute von Timur. Shahisinda wirkt wie ein Majolika-Museum. Schon bald nach Mohammeds Tod, also noch im 7. Jahrhundert, breitete sich der Islam über Persien schnell entlang der Seidenstraße bis nach Zentralasien aus. Der Legende nach soll ein Cousin Mohammeds hier bestattet worden sein. Shahisinda heißt übersetzt der lebende Schah. Tod oder untot, er soll durch einen Brunnen in die Paradiesgärten hinabgestiegen sein, mit seinem abgetrennten Kopf unterm Arm. Eine schöne Legende, aber leider doch nur eine Legende. Inzwischen weiß man, dass die ältesten Grabanlagen hier erst 300 Jahre nach dessen Tod entstanden sind. Das vermeintliche Mausoleum des lebendigen Schahs ist heute dennoch ein bedeutendes Pilgerziel für die Usbeken. Definitiv tot ist mittlerweile der langjährige autokratische Präsident Usbekistans, der despotische Alleinherrscher Karimow. Auch ihn bestattete man hier im hinteren Teil der Nekropole, in Gesellschaft mit den angesehensten Zeitgenossen und möglichst nah am lebendigen Schah. Es ist Freitag. Jetzt in der heißen Jahreszeit versammeln sich die Pilger zum gemeinsamen Gebet in der Sommermoschee. Sie ist nach außen offen. Schuhe müssen trotzdem ausgezogen werden. Unsere Reise führt uns weiter entlang der Seidenstraße nach Süden.
Es geht über einen 1800 Meter hohen Pass im Hisar-Gebirge nach Schahrisabz, dem Geburtsort Timurs. In der Innenstadt von Schahrisabz geht es ruhig zu. Trubel ist woanders, wie wir noch sehen werden. Das Handwerk ist hier kundennah am Straßenrand angesiedelt. Die gefüllten Teigtaschen sind köstlich. Die Scheine trügen. Usbeken sind zwar oft Millionäre, aber deshalb noch lange nicht reich. Der größte Geldschein von 1000 Som ist gerade mal 50 Cent wert. Die Moschee, wie soll es anders sein, stammt aus der Timuridenzeit. Im Innern fallen uns persische Majolika-Muster auf. Es ist ein Ort der Ruhe. Der Imam wird von den Besuchern um Rat gefragt. Von dem gigantischen Sommerpalast, den sich Timur in seiner Heimatstadt errichten ließ, ist nur noch das Portal übrig. Das Gelände ist heute Stadtpark und wird dominiert vom Nationalheiligtum Usbekistans, dem monumentalen Timur-Denkmal. An Wochenenden wie jetzt pilgern unzählige Besucher hierher zum Picknick. Und in besseren Kreisen in ganz Usbekistan ist es ein gesellschaftliches Muss, dass man hier heiratet. Es soll Glück für die Ehe bringen, wenn sie Timur mehrmals umschreiten. Und das ist gar nicht so leicht bei solchen Hochzeitskleidern. Wir haben nicht gezählt, aber heute finden mindestens 10 Paare den Segen Timurs. Jedes Paar engagiert ein Profi-Kamerateam. Dabei sind nicht wir gemeint. (lacht)
Jedes Paar wird von ihrer eigenen Musikgruppe zum Festzelt geleitet. Es sei den Usbeken gegönnt, sich als Erben des glorreichen Timur-Lenk zu begreifen. Aber dazu gehört ein großes Maß an selektiver Geschichtswahrnehmung. Zu Zeiten von Timur gab es das Volk der Usbeken oder Usbekistan noch gar nicht. Die heutigen Usbeken gingen aus den Scheibaniden hervor, welche die Timuriden besiegten und vertrieben. Ironie der Geschichte. Ausgerechnet diese Scheibaniden, also die Ur-Usbeken, schleiften den Sommerpalast, um die Erinnerung an Timur auszulöschen. Festzelt aber dann tanzt man zu modernen Klängen, obwohl noch gelegentlich ein Langhorn dazwischenfunkt. Gefeiert wird bis spät in die Nacht. Und je später der Abend, desto üppiger die Einlagen. Dabei wird es immer feuchtfröhlicher, mit reichlich Wodka. Da Tonis Kamera zu neugierig ist und sich unter die eigentlich geschlossene Gesellschaft mischt, wird er geschnappt. Es gibt kein Entrinnen. Leider schafft es Toni nicht so recht, neben der Wodka-Schale noch die Kamera ruhig zu halten. Das brennt nicht. Zum Glück übernimmt bald der offizielle Kameramann auch noch seine Kamera. Und für die Ausleuchtung ist der bestens ausgerüstet.